dass ihr euch mal alle drei nochmal hier einfach rund um die Sachen passiert. Und stellt euch die ganzen Sachen ruhig daneben. Nicht hinter die Kamera, sondern vor die Kamera. Wir hier in Deutschland haben ja den Vorteil, dass uns das Wetter immer sehr unsicher ist. Und es gibt durchaus einen gewissen zusätzlichen Spannungseffekt. Man erlebt das oft in Ländern, wo die Leute immer gutes Wetter haben, die sind immer so ziemlich gelangweilt. Und jetzt ist alles ziemlich kalt. Aber gerade in Ländern mit ziemlich schlechtem Wetter, wie Deutschland, Kanada, Großbritannien, gerade da sind die Amateur-Astronomen besonders interessiert dabei. Genau, seien Sie dabei. Ansonsten sind Sie bei uns dabei. Wir werden das übertragen und haben die Hoffnung, dass das Fünfte nachher dann erst aufreißt. Wir werden uns in einer guten halben Stunde nochmal melden und gucken, ob wir dann die Sonne oder beziehungsweise die Sonnensichel sehen können. Mal gucken, bin sehr gespannt. Der Himmel ist jetzt klar, ist aufgerissen. Das Problem ist nur die Sonne. Aber das können wir ändern. Eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, Donald Becker hat recht. Da hinten ist es richtig schön aufgerissen. Ja, also da ist ein richtig schöner blauer Himmel. Die schlechte Nachricht ist, die Sonne geht leider da aus. Und da haben wir momentan noch Wolken. Das heißt, ein bisschen aus. Aber es ist ein sehr spannender Moment momentan, ob es wirklich dann gleich zu sehen sein wird oder nicht. Und ob wir sie sehen, ob das alles klappt, das werden wir Ihnen noch heute noch zeigen. Ab 13 Uhr im ARD Mittagsmagazin. Hoffentlich haben wir dann eine kleine Sichel heute auf der Kontrolle. Vielen Dank. In Hannover nach wie vor was? Schlechtes Wetter. Aha. Und einsetzender Schneefall. Schneefall, na gut, diesmal ist es kein Schnee. Besser ist das schon hier. Wir Schnee nur von unten. Ja. Man schaut sich eigentlich die schönen blauen Löcher an. Ja. Für China hat das jetzt gepasst. Von der Höhe her. Ja, also hier in Düren zwischen Köln und Aachen gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, es reißt in der Tat einigermaßen auf. Wir sehen den blauen Himmel, ist gerade ziemlich hell geworden. Allerdings, die schlechte Nachricht ist, die Sonne geht dort hinten auf und dort sind wir dann noch ziemlich riesig. Man sieht zwar einige helle Flecken, aber momentan konnten wir die Sonne noch nicht sehen. Wir hoffen, dass die Wolken jetzt relativ schnell ziehen und wir dann hoffentlich einen feinen Blick auf die Sonne bekommen. Es ist eine partielle Finsternis, also rund 70% der Sonne sollte abgedeckt sein. Und ja, so 3, 4, 5 Minuten wäre dann der Höhepunkt dieser Finsternis. Und einige Sonnenjäger sind schon den ganzen Morgen unterwegs in der Hoffnung, hier eben einen Blick auf die Sonnenfinsternis zu erleben. Jetzt stehen wir hier, haben ein paar Wolken noch vor der Sicht. Wie groß ist Ihre Hoffnung oder wie ist die weitere Strategie? Ja, die weitere Strategie wird jetzt wahrscheinlich sein, dahin zu fahren, wo es schon klar ist, also hinter mir nach Westen und uns sozusagen dann auf die andere Seite von den Wolken noch zu positionieren und dann noch etwas von der Finsternis zu sehen. Und da sind wir optimistisch, dass das klappt. Weil die Löcher kleiner sind.